Ende Mai soll in Genf abgestimmt werden über den Pandemievertrag. Und das ist ja doch etwas sehr Wichtiges. Wir haben schon einmal eine Pandemie erlebt und ich denke, sie hat keine positiven oder kaum positive Erinnerungen. Es gab sehr viele Probleme. Und jetzt soll also ein Pandemievertrag gemacht werden. Und ich habe hellseherische Bilder erhalten und eine dringende Warnung über die wahre Bedeutung dessen, was hier vor sich geht. In diesem fesselnden Video werfen wir einen tiefen Blick auf die Weltgesundheitsorganisation, deren Pläne mit dem neuen Pandemievertrag. Was verbirgt sich hinter den Kulissen? Welche Machtstrukturen und finanziellen Interessen spielen hier eine Rolle und spielen sie überhaupt eine Rolle? Welche Auswirkungen könnte dies auf uns haben? Bleibe unbedingt bis zum Schluss dran, dass du auch die wunderschöne transformierende Meditation mitmachen kannst. Und bevor wir jetzt mit diesem Video beginnen, mit diesen wichtigen Durchsagen, möchte ich euch alle einladen auf das Marana Festival. Dort werden wir zusammen sein und zusammenwirken. Und du wirst eine Idee bekommen, wie es ist, wenn du am Schluss diese Meditation mitmachst. Ich werde Zeit für euch haben. Wir werden uns unterhalten. Und ich kann sicher für den einen oder anderen eine kleine Heilsitzung machen. Das hatte ich letztes Jahr auch gemacht. Da konnte ich in der Aura Dinge befreien. Also es wird für alles einen bestimmten Moment geben. Und wir hatten gestern im Livestream so ein Gefühl gehabt, dass dieses Festival ganz besonders wird. Und dieses Gefühl nehme ich einfach mit. Und ich glaube, ihr spürt genau, ganz genau, was ich meine. Es wird so schön werden. Und wie gesagt, ich bin für euch da und wir werden ganz viel für die Erde tun und auch für jeden Einzelnen wird es ganz viel Heilung, Transformation und Unterstützung geben. Und dass diese Energie, die du ja während 2 Tagen aufnimmst, die wirst du mit nach Hause nehmen und die wird dich ein halbes Jahr, ein Jahr lang begleiten, je nachdem. Und das ist so ein großes Geschenk, deswegen melde dich an, es sind noch ein paar Plätze frei und wir haben auch noch bis Ende Mai den günstigen Eintrittspreis. Schau hier auf das Produkt und sei dabei. Ich freue mich so sehr auf dich. Und jetzt kommen wir mal zu diesem Pandemievertrag, der ja ansteht. Und bevor ich jetzt begonnen habe, mich intensiv mit dem Pandemievertrag zu beschäftigen, habe ich erstmal auf die Webseite geguckt und das möchte ich euch jetzt zeigen, was mir da aufgefallen ist. Und zwar das Logo. Hier ist das Logo von der Weltgesundheitsorganisation und man sieht darauf hier eine Schlange. Und bei der Schlange gibt es ganz verschiedene Deutungen und wenn man jetzt da in diese Energie reingeht, die ich, also wie ich es gemacht habe, und das werde ich euch jetzt gleich erzählen, was da dabei herausgekommen ist. Und zwar findet man die Schlange ja auch oft in der Medizin und zum Beispiel bei den Ärzten auf den Äskulapstab. Also ist uns eigentlich dieses Zeichen bekannt. Jetzt bloß in der Beziehung zu der Weltgesundheitsorganisation hat es nochmal einen anderen Hintergrund. Die Schlange ist eigentlich seit Jahrtausenden wirklich sehr bekannt, ein Symbol für Heilung und Medizin. Ja, und da wird also so ein Stab gezeigt, wo sich die Schlange herumwindet. Und die Schlange an sich steht für Transformation und Erneuerung. Das heißt, sie wechselt ständig ihre Haut. Sie schlüpft immer in eine andere Rolle, könnte man sagen. In der Dualität ist die Schlange, präsentiert sie oft duale Aspekte wie Leben und Tod, Heilung oder Gift. Und da sage ich nur, passt auf, dass uns die Schlange nicht beißt. Wenn du jetzt mal zurückdenkst bei der letzten Pandemie, die wir hatten, da finde ich, konnte man diesen Piekser durch die Schlange
ganz schön spüren. Es wurden uns Dinge versprochen, die absolut nicht zutrafen. Es gibt sehr viele aufklärende Videos darüber. Und das bringt jetzt diese Energie der Schlange so tatsächlich ein bisschen in das Negative hinein. Natürlich hat die Schlange ja auch gute und schlechte Seiten, aber durch die Erfahrung, die wir jetzt haben, durch die letzte Pandemie, durch diese vielen Nebenwirkungen, was da alles geschah, kommen wir da eher auf die Bedeutung der negativen Seite. Das heißt also, dass die Schlange dieses wundervolle Wissen über die Weisheit, über die Medizin, mit der sie auch in Verbindung gebracht wird, dass die vielleicht Wissen sammelt, aber vielleicht auch nicht das richtige Wissen sammelt oder uns nur das Wissen gibt, was wir wissen sollen. Ne? Und somit hat diese Schlange sowohl als auch heilende und gefährliche Kräfte in sich. Ja, das ist so eine Balance zwischen Wahrheit und Lüge. Und der Pandemievertrag, der hier ja über den ja abgestimmt werden soll, das ist auch so eine Sache, wo wir genau hinschauen sollten, unbedingt. Und wer jetzt so hin und her gerissen ist und nicht genau weiß, was soll ich denn jetzt glauben? Ja, weil das sind ja zwei Gegensätze. Hier hast du ja einmal das positive Bild auf der Webseite, dann hast du diese Deutung über die Schlange, wo eigentlich mehr die negative Seite hervorkommt und die Erfahrungen der letzten Jahre. Wenn du da nicht so sehr genau weißt, was du glauben sollst, dann sage ich dir eins, beginne nach innen zu schauen, in dein Herz, aktiviere deine Zirbeldrüse und dein drittes Auge und dann wirst du genau die Wahrheit erkennen. Dann wirst du so wie ich die hellseherischen Bilder bekommen und wissen, woran du bist. Und wer dieses Wissen vertiefen möchte, gerade mit der Zirbeldrüse und vor allen Dingen ist die Zirbeldrüse das Organ, was am wichtigsten ist bei unserem Aufstiegsprozess. Denn die Zirbeldrüse hat die größte Macht, um uns in das Erwachen zu bringen. Und jeder Mensch hat eine Zirbeldrüse. Nur ist sie unterschiedlich weit entwickelt. Und je nachdem, wie man sich darum kümmert, wird sie aktiver sein oder nicht so aktiv. Es gibt ein wundervolles Webinar von uns darüber. Und das solltest du dir überlegen, ob du nicht daran teilnimmst. Denn das bringt dich in deine Kraft, in deine Mitte und fördert das Erwachen, deine Fähigkeiten und deine Stärke. Und dann ist das, was hier auf der Erde geschieht, leichter auszuhalten. Ja? Die WHO ist ja eine Organisation mit einem sehr starken Führungsanspruch und einer sogenannten sozialen Verantwortung. Das geht gar nicht durch bei mir, weil das passt irgendwie nicht. Diese Verantwortung, das ist keine echte Sorge, sondern das ist eher das Gegenteil von meinem Gefühl her. Und wenn man dann weiter guckt, ich habe dann also auch noch mal in das Geburtsdatum ein bisschen astrologisch hineingeguckt und dann kommst du auf Energien, die also tatsächlich eine Gefahr für spirituelle Menschen herstellen könnten, weil man weiß ja nicht, was alles in diesen Spritzereien noch reingepackt wird. Und da geht es um unsere Zirbeldrüse, auf die wir unbedingt achten sollten. Ich sage nur, Zahnpasta mit Fluor unbedingt meiden. Also gibt es wirklich viele Dinge, die man tun kann, damit man den klaren Blick behält. Dieser klare Blick der Weisheit, den jeder Mensch für sich entwickeln kann. Und wenn ich jetzt das Horoskop noch weiter anschaue, dann sehe ich eine sehr starke Energie, die, und das ist was Schönes, bei einem positiven Einsatz wirklich zu etwas Schönem führen könnte. Allerdings, und jetzt kommt halt wieder der andere Punkt, allerdings besteht die Gefahr des Missbrauchs. Und zwar durch Machtkontrolle, durch Geheimhaltung und manipulative Praktiken. Das kannst du im Horoskop herauslesen. Und es ist wichtig für uns, dass wir diese Aspekte, dass wir uns dessen bewusst sind
und uns nicht täuschen lassen. Es geht hier um Geld und Macht, und Beeinflussung der Öffentlichkeit ist eine sehr wichtige Rolle bei diesem Horoskop. Und dadurch entsteht dieser ganz starke Drang, Machtpositionen zu erlangen über die Stellung in der WHO. Es heißt ja auch schon Weltgesundheitsorganisation. Das ist ja, betrifft ja die ganze Erde, also unheimliche Macht, was hier aufgebaut wird und ausgeübt werden soll, möchte, ne? Und was jetzt hinter den Kulissen geschieht, die ja, wo ja viel geheim gehalten wird oder wo auch viele manipulative Taktiken zur Durchsetzung von Macht und Kontrolle bestehen könnten. Das sind Methoden, die wiederum jetzt nicht so positiv zu bewerten wären. Und es geht um Geld. Es geht um eine hinterlistige Art, um viel Geld zu generieren und um Menschen abhängig zu machen. Das kann man aus dem Horoskop lesen. Und die Webseite, wenn du die betrachtest, du bist begeistert, du liest das alles und denkst, oh wow, endlich mal jemand, der etwas tut, ja, für unsere Gesundheit. Du bist begeistert. Und wenn du dann aber in die Tiefe gehst, ja, die Schlange siehst, die Erfahrungen der letzten Jahre betrachtest, kommst du vielleicht auf diese anderen Ideen, die ich euch gerade vorgestellt habe. Aber diese Webseite oder das Auftreten nach außen, das hat eine sehr starke Anziehungskraft auf Gruppen und soziale Bewegungen. Also die WHO erreicht die Menschen mit ihrem Auftreten. Und es ist an uns zu erkennen, was hinter den Kulissen stattfindet. Es wird hier sehr viel Wert auf materielle Projekte gelegt und es geht um finanzielle und machtpolitische Angelegenheiten. Diese starke Präsenz der WHO, ne, das ist eine starke Präsenz, die hat eine, das ist wie so eine magnetische Anziehungskraft, die sie nach außen hin ausübt, um eben dann öffentlich Macht auszuüben mit einer verdeckten Kontrolle, um alles, um letztendlich die ganze Welt unter ihren Fittichen zu haben. So, jetzt habe ich total frei gesprochen und ich hoffe, dass dieses Video nicht gesperrt wird. Es ist heutzutage ja nicht so einfach, über etwas zu sprechen, aber das sind ja nur hellsichtige Bilder. Man könnte ja auch sagen, es ist eingebildet, es ist Scharlatanerie, so wie auch mein Webinar von Google als Scharlatanerie eingestuft wird, die Bewusstseinserweiterung durch die Zirbeldrüse, das ist Spinnerei, aber das ist unser Weg. Ja, das ist einfach unser Weg. Und wer diesen Weg geht, der kann sicher sein, dass er in der Spiritualität weiterkommt und dass er oder dass wir alle zusammen für den Aufstieg der Erde etwas bewirken. So, meine Lieben, ich danke euch sehr dafür und ich habe auch, gerade mit der Zirbeldrüse, habe ich ja auch in unserem Live-Channeling-Abend darüber gesprochen und euch sehr gute Unterstützung gegeben. Und auch in Telegram haben wir schon darüber gesprochen. Und jetzt lade ich euch einfach ein, um euren Körper, um euren Energiekörper, eure Seele zu befreien von negativen Energien, die durch diese ganze äußere Geschichte mit den Medien uns immer wieder zugeschoben werden und die wir jetzt aber einfach mal alle transformieren. Ich sprühe mich ein wieder mit meinem Auraschutzspray und mit den klaren Gedanken, die habe ich hier. Ja, also das braucht man nicht. Ich nehme das nur, weil mir es Freude macht. So, und jetzt habt ganz viel Freude mit den Energien. Geliebte Menschen der Erde, ich darf jeden Einzelnen heute zu diesem tiefgehenden Channeling begrüßen. Ich habe eingeladen,
die Schöpferengel, damit sie einen jeden von euch unterstützen mögen und Kraft geben mögen, euer Leben so zu gestalten, wie es für euch gut und richtig ist. Und so möchte ich dich bitten, jetzt das Licht der Liebe einzuatmen und dieses Licht der Liebe in dein Herz hineinfließen zu lassen und zu spüren, wie jeder Atemzug dich in die Mitte bringt, wie jeder Atemzug dich stärkt und kräftigt. Und so spürst du vielleicht die Energie der Schöpferengel um dich herum, denn sie sind gekommen, sie sind zu dir nach Hause gekommen. Und sie laden dich ein, dich zu öffnen, sie laden dich ein, dich zu befreien von Dingen, die dich belasten, von alten Glaubenssätzen oder von Sachen, die vielleicht jetzt nicht mehr gültig sind, aber die du immer noch trägst, von Meinungen, also von allen möglichen Energien, die sich als Last bei dir festgesetzt haben. Und so nimm einen tiefen Atemzug und komme jetzt ganz bei dir an. Die Schöpferengel laden dich ein, in den Raum der Energie zu kommen, den sie für dich vorbereitet haben. Und sobald du diesen Raum betrittst, empfangen sie dich mit ihrer Liebe. Und wenn du jetzt bereit bist und ein inneres Ja aussprichst, dann transformiert sich alles Negative, was du noch bei dir trägst. Und diese Energie begleitet dich nun für eine Weile. Du befindest dich im Raum der Transformation, welche dich befreit von negativen Gedanken, von Sorgen und Zweifeln. Und so darf dies geschehen, so wie es für dich richtig ist. Genieße diese Energie und diese Zeit, die du dir jetzt nimmst. Es ist deine persönliche göttliche Zeit der Schöpfung. Und währenddessen die Energie übertragen wird, bekommst du vielleicht Bilder, bekommst Ideen für all das, was jetzt für dich ansteht. Und so lass dich so tief, wie du magst, jetzt in die Energien hineinfallen und genieße die Zeit. Genieße die Transformation und Heilung, die jetzt zu dir gebracht wird. Und sobald genügend Energie übertragen wurde, beginnen die Engel für dich zu singen. Sie singen deinen Namen und sie tragen deine Seele in die allumfassende Liebe des Alleinen. Und du spürst vielleicht jetzt das goldene Licht, wie es dich berührt. Und wie dieses Licht
dir sagt, dass du nicht allein bist und dass du so sehr geliebt bist und dass du ein Teil vom Großen und Ganzen bist und für den Aufstieg gebraucht wirst. Und so hat ein jeder einzelne von euch eine bestimmte Aufgabe. Und all das, was heute geschehen ist, gibt dir Kraft, diese Aufgabe zu erfüllen. Gibt dir Kraft, heil zu werden und weiterzugehen. Und so nimm noch einmal einen tiefen Atemzug und lass das Licht und die Liebe durch deinen ganzen Körper fließen, mit dem Wissen, dass du das Richtige tun wirst. Und dann komme in deiner eigenen Geschwindigkeit langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück. Sei wieder ganz hier, bewege Hände und Füße und danke den Schöpferengeln für all das, was gerade geschah. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wenn ihr mehr von diesen Energien möchtet, abonniert mich und teilt das Video. Alles Liebe. Bis bald.